Mir ist gesagt worden, die Show ist ausverkauft auf die nächsten 2 Jahre. Hinter mir sehe ich eine leere Tribüne. Das kann natürlich nicht wirklich so bleiben. Ja, 30 Mark die Karte und oh, da hat sich doch noch ein Busunternehmer erbarmt. Wollen wir mal ganz kurz gucken, wen wir da haben? Immer locker. Ja, die kommen vermutlich direkt von einer anderen Sendung. Was? Ja, Tür zu, Tür auf. Ja, kommen Sie schnell, Kinder. Wir sind ja schon so weit. Und Sie kenne ich irgendwoher. Dieter Bohlen als Busfahrer. Das ist Ihr teuerstes Auto, oder? Ja? Naja, ich meine auf jeden Fall ein Auto, in dem ich ein paar Leute mitgekriegt habe. Ja. Und ihr wart ja nicht ganz voll, deshalb hat das ja geklappt. Das ist toll, Mensch, mit einem Anruf. Ja. Dass uns jemand so aus der Patsche helfen kann. Danke für die Titelmelodie noch. Bitte schön. Und wir ringen gleich noch ein bisschen. Alles also, klar. Bleiben Sie bei Ihren Leuten. Hallo. Auf geht's. Darf ich kurz? Dieser Mann ist ja erstens verkabelt und zweitens in einem Maße ganz oben, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Herr Bohlen, wie viele goldene Schallplatten haben Sie? Also 600 jetzt. Im Ernst? Ja. Nicht selber angemalt, sondern alle sauber verdient? Ja? Ja. Sie machen ja nicht nur Musik, all diese Dinge, die wir ja kennen und wo wir dann wissen, dass Sie dahinter stecken, sondern Sie machen eine ganze Menge sonst noch, also unter Pseudonym. Ja, so oft mache ich eben Künstler, weil das fällt ja eben auf, also wenn da immer Dieter Bohlen steht und dann ist es oft schon so, dass ein bisschen Neid dabei ist. Ja. Und dann mache ich zum Beispiel so Bonnie Tyler und solche Leute, also gerade ausländische Leute, also die aus Amerika kommen oder für die Lieder geschrieben und produziert und so weiter und so fort. Ja, also ich schreibe auch die Texte für die, also auch so Engelbert oder Dean Warwick und so, und da schreibe ich dann schon irgendwelche anderen Namen drunter. Nicht sagen welche, weil sonst wäre das Geheimnis ja gelüftet. Eins kann man aber sagen, Sie stecken auch hinter der erfolgreichsten deutschen Boygroup, Touché. Nämlich, ja, genau. Jungs aus Hannover. Ja. Ja? Oh, Fans angereist, ja? Die sind richtig gut. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich komisch, weil sie machen sich ja selbst Konkurrenz. Weil zum Beispiel die Jungs von Touché und sie selbst, heißt das Here I Am, der neue Titel? Ja, genau, Here I Am heißt das neue Album. Ja, ich meine, das Problem ist ja folgendes, ich meine, nach oben zu kommen, das ist mega schwer, das weißt du vielleicht. Ja, in zehn Jahren kann ich darüber sprechen. Ja, ich meine, oben zu bleiben, das ist natürlich noch schwieriger. Mhm. Und wenn du dann, ich meine, so ein paar Künstler noch an der Seite hast und so, dann kann man das immer so ein bisschen rumjonglieren und so. Und Tim, für mich war es eben immer unheimlich interessant, mit anderen Leuten auch zusammenzuarbeiten. Gerade jetzt so Amerika und England und so weiter. Ja, dann hören wir doch mal ganz kurz rein in die Musik. Ich meine, warum denn nicht? Jetzt haben wir ihn schon da. Das bist du nicht, oder? Nee, das bin ich nicht. Ja. Aber ich glaube, jetzt gleich kommst du, oder? Das ist das neue. Ja, das neue Blue System Projekt. Here I Am. Eine Scheibe, die wahnsinnig eingeschlagen ist. Und das womit? Mit Recht. Sie schreiben für andere, das wissen wir schon. Sie schreiben zum Beispiel auch fürs Fernsehen. Danke nochmal für die Titelmelodie zu unserer kleinen Sendung hier. Danke dafür. Aber auch eben für große Sendungen, wie zum Beispiel für den Tatort. Hat's damals für Tatort, also gerade für Schimanski habe ich sehr, sehr viel gemacht. So Midnight Lady und alles sowas. Das, was Chris Norman gesungen hat? Dieses genau. Midnight Lady. Genau. Ja. Das waren auch also etliche Wochen Nummer 1 oder auch Rivalen der Rennbahn. War ja auch damals beim ZDF. Das war der erfolgreichste Soundtrack, den ich je gemacht habe. Und auch den es je in Deutschland gegeben hat und so. Und ja, sowas macht eben also besonders viel Spaß, weil da hat man erst die Bilder und kann da dann die Musik zumachen. Klar. Das ist schön. Ja, ganz klar. Dieser Nicht wie Mann bei dir, dass du einfach sagst, ja, mach mal was, 20 Sekunden brauche ich für den Anfang und ich habe nichts gesehen. Okay, aber dafür zahlen wir die Rechnung auch nicht. Also, insofern. Aber, und ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie haben nichts dagegen, wenn wir versuchen, Ihnen hin und wieder auch ein bisschen was Neues zu bieten. Wenige nur, ich glaube sogar fast niemand, weiß mehr, dass er sogar mal in einem Tatort mitgespielt hat. Er hat dort eine, na, ich will nicht sagen tragende Rolle, aber doch zumindest einen starken Text gesprochen. An der Seite von Götz heißt er sogar. Götz George. Nein, das war eine Sparmaßnahme. Ich wollte die Pünktchen da. Guck mal. Was machst du? Was machst du denn da? Ist da keine Kohle? Ich komm rein, ich geb dir einen aus. Leck mich am Arsch, Mann. Ja, zumindest eine klare Ansage. Ja? Dieter, Familie ist total wichtig für Sie, das weiß ich. Darüber liest man auch eine ganze Menge. Sie haben ein wunderschönes Haus in der Nähe von Hamburg. Bisschen beengte Verhältnisse, wie man immer liest, aber wie viele Zimmer hat das? Ich weiß nicht, ich habe noch nicht nachgezählt. Also ist schon ein bisschen größer. Ist ein bisschen größer. Ja, aber die Leute sagen immer, ich meine, was will der mit diesem Riesenhaus? Ja.
Aber ich meine, ich habe auch also einen ziemlich engen Kontakt zu meiner Familie. Und ich sehe das einfach so, also falls meine Eltern mal da einziehen wollen oder so. Es kann es ja nicht von Schaden sein, wenn man ein paar Räume über hat. Völlig korrekt. Ja, ja, ganz. Nein, ich finde das richtig und genau die entscheidende Maßnahme. Jetzt sagen so Prominente, na ja, klar, also so Home-Story und so, nee, da habe ich keine Lust. Und zu Hause fotografieren, das fangen wir gar nicht erst an. Und das ist im Grunde genommen auch vernünftig. Aber bei Ihnen hilft das nicht mehr, weil da ist zu Hause fotografiert worden. Wir alle nämlich kennen sein Haus. Ja, das ist wahr. Das war bei den Guldenburgs und so. Das wusste ich aber nicht. Da stand in der Zeitung also irgendwie ein Haus, also bekannt aus Funk und Fernsehen oder was da stand und so. Ja. Dann bin ich mal hingefahren, hab mir das angeguckt, fand ich eben ganz nett. Und das ist die Guldenburg-Villa von den Guldenburgs. Die Villa ist das. Ja. Ja. Schicke Anlage. Ja. Und ein bisschen Rasen ist ja auch noch drumherum, also wir müssen uns keine Sorgen machen. Nee, man gönnt sich ja sonst nichts. Völlig korrekt. Wo wir gerade dabei sind, ein paar Geheimnisse zu lüften. Das können ich meine, das ist ja auch wichtig. Zum Beispiel, ich meine, Pferde kannst du nicht halten, wenn du ein Grundstück hast von 600 Quadratmeter. Klar, und in der Garage haben die auch nicht genug Platz. Richtig. Das ist wirklich schon so ein bisschen laufen, so, ja, artgemäß. Von den Pferden ist es ja zu den Katzen nicht sonderlich weit. Du hast sogar mal Werbemusik gemacht für diese kleinen Blondenzieher, diese schwarzen Haken. Dieses Cut, yes, 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 yes. Ja, sechs Sekunden, auch von ihm. Der Mann ist einfach nicht richtig ausgelastet. Insofern schön, dass Sie da sind. Ist das eigentlich das erste Interview, in dem Sie nicht auf Verona Feldbusch angesprochen worden sind? Ja. Ja, dabei bleibt's auch. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute, danke fürs Kommen. So.